Lampuk ist dein Gaming ist hier. Nächste Folge unserer X-Messe Miniserie. Wir sind im Parkhaus des Arasaka Towers angekommen. Unsere Flucht ist so gut wie beendet. Und jetzt werden wir uns hier ein Fahrzeug schnappen und uns verpissen. Wie wir schon in der letzten Folge angekündigt haben. Shit, okay. Hier wird noch ge. Wow. Okay, jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Nee, falsche Taste. Haben wir noch irgendwas, das wir hier verwenden können, außer. Wir haben hier eine Maschinenpistole, wir haben noch ein Sturmgewehr. Zwei Sturmgewehre. Einmal das hier. 96,9, das sind. Das scheint offenbar das gleiche zu sein. Jo, da haben wir mal ein paar Schuss noch. Oh, die Streuung ist ja katastrophal. Kommen wir ein bisschen näher ran hier. Okay, dann ballert das Ding gut. Shit, okay. 15 Meter ist unser Fahrzeug entfernt. Bam! Header! Ich sag Header, was ist hier noch? Okay, Leute, wir haben es geschafft. Hier ist noch irgendwas. Oh, der lebt noch. Hat er noch gezuckt? Jetzt looten wir hier erstmal alles in Ruhe. Können auch irgendwie so einen geilen abgespaceden Karren hier mitnehmen. Okay. Leute, Abfahrt da rein in das Fahrzeug. Dürfen wir selber fahren? Drück drauf! Willkommen zurück! Computer fährt! Autopilot! Nicht schlecht! Kundenfeedback registriert! Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss! Allerdings werden wir verfolgt! Oh Gott, noch so einer! Ruhig! Straßenblockade voraus! Ich bitte Sie, freundlich Sie festzuhalten! Feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Ja, okay, das war klar, dass wir das machen müssen. Müssen wir nachladen. Einfach auf! Feindliche Lufteinheit eliminiert. Gute Arbeit. Dell. Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper-Doc! Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn. Für mich. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort.
Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Okay. Crazy. Was jetzt hier gerade passiert ist, Jackie, ich weiß nicht, ob wir ihn hätten retten können, wenn wir ihn in diese komische Klinik gefahren hätten. Okay, scheiße, jetzt haben wir unseren coolen Buddy verloren. Oh, wer ist das? Random Guy, okay. Leute, wir haben ein bisschen was zu tun. Was können wir eigentlich bei der Itemherstellung machen? Wir können leveln. Das ist viel wichtiger. Charakter. Wir haben zwei verfügbare Vorteilspunkte, die wir einsetzen können. Nee, mit Klingen hantieren wir nicht. Wir machen irgendwas mit den Waffen. Auf jeden Fall Pistolen. Nachladezeit. Irgendwas, was mit Leben zu tun hat. Maximale Ausdauer. Maximale Gesundheit. Können wir auch irgendwie Lebenspunkte regenerieren? Fallschaden? Mehr Lebenspunkte. Was ist Vernichtung? Rückstoß? Komm, Leute, wir gehen erstmal hier straight auf so ein... Erstmal auf Lebenspunkte, ne? Wenn wir da schon mal safe sind. So, wir haben alles erreicht hier. Okay, raus. Dann ab zu Dexter. Selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jackster? Ist er im Auto? Wir wenden uns nun erneut dem Thema der Woche zu. Der Mord. Scheiße, was glaubst du wohl? Pass lieber auf, was du sagst. Auf dem Rücksitz. Verblutet. Tot. Tut mir leid, das zu hören. Und der Relic? Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka, tot. Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Wir müssen Night City verlassen. Was du nicht sagst! Ruf Evelyn an. Wir machen den Deal. Nehmen das Geld und tauchen unter. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Addis, dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Oh, oh, was? Man muss hier echt aufpassen. Hier backt irgendwas, wenn man zu nah an diese Wand rangeht. Benutzen. Oh, die Hand auch. Spiegel einschlagen.
sich entfernen. Was ist das denn? Okay. Alles klar. Oh, oh, was? Alter. Was passiert hier? Der will uns umlegen, oder? Zu riskant wie. Ja. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Dex, was soll das? Dann werde ich lieber das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Okay. Hey. Was genau ist hier gerade passiert? Wir sind jetzt 40 Jahre in der Vergangenheit. Okay, das ist ein krasses und echt unerwartetes Ende für diese Folge. Das macht ja richtig Bock. War das? Geht jetzt Cyberpunk erst richtig los? War das jetzt mehr oder weniger nur der Prolog? Nee, stand ja dran, erster Akt. Ne? Damit haben wir ja quasi begonnen. Aber das ist ein cooles Ende für Folge 17 unserer X-Mess Miniserie. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann klickt morgen auch wieder rein bei der nächsten Folge. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress.